Hallo Freunde des geilen YouTube-Sports, grüß euch, willkommen zurück hier auf Dead by Daylight. Jawollingen. Ah, sehr schön. Ja, ich tut mir leid, ich muss diese Folge mich entschuldigen. Und zwar, ja, ich habe aufgenommen, aber irgendwie habe ich irgendwie noch eine falsche Taste gekommen auf meiner Tastatur und dann hat sich dann mal das Mikrofon bei OBS ausgestellt. So muss ich das Ganze jetzt aber ein bisschen nachsprechen. Ich hoffe, das geht so. Bei mir ist das alles so ein bisschen schräg. Ich direkt auf dem Monitor, beziehungsweise gucke ich schon. Aber die Kamera macht dann halt so ein bisschen einen schrägen Winkel, weil die zwischen den zwei Monitoren steht. Ja, und ich habe halt mein Maskottchen da stehen, also muss ich das irgendwie so ein bisschen verpacken. Ja, was kann ich sonst noch erzählen? Auf jeden Fall mal nochmal recht herzlichen Dank an den lieben C3PO, so nenne ich ihn einfach. Für mich ist der Name und bleibt der Name unaussprechlich. Vorerst. Wie ich es irgendwann mal kapiert habe, vielleicht dann doch mal auszusprechen. Ja, ich hoffe, das wird euch trotzdem in Ordnung so. Und ja, die Runde fing schon sehr interessant an, definitiv. Und kurz ist auch, ich meine 10 Minuten, fast 11 Minuten, das ist schon eine schöne Nummer. Ja. Okay. Ja, ich weiß, ich kann auch nicht alles wiedergeben, was ich so geschwafelt habe. So, jetzt habe ich mich hier erstmal auf die Lauer gelegt. Um das Ganze erstmal zu beäugeln, was vor sich geht, wer was wie wo ist. Und da läuft die Feng Ming lang, guck einer an. Rechnest aber auch mit nix, ne? Aber auf jeden Fall konnte man da schon gut hören, dass es der Kettensägen Heini ist, jawohl. Da hinten war er. Oder hinten ist er. Wir sieht ihn da gleich mal ganz kurz, wie er darüber zimmert. Ja, aber die Feng Ming, die hat sich was gedacht, warum die da hin und her gelaufen. Ich dachte, die hätte so ein bisschen zu viel Kaffee getrunken oder sowas. Ja, da war dann mal eben so dieses Totem, ne? Dieses Tausend-Totem, ja. Meine, da explodiert es auch. Da kommt schon der liebe Bill. Dann hat sie hier oben versteckt oder abgehauen, runtergesprungen, keine Ahnung. Und dann kam, glaube ich, der Killer dann um die Ecke geflitzt und dann hat er die eine gleich so geschlagen. So könnte ich mir das jetzt denken, ist das abgelaufen, ja. So, ja, ich werde jetzt auch gleich über die Position hier wechseln, weil ich denke, habe auch gedacht, jetzt mal Camper-Kreo und so geht gar nicht. Na, ich wäre mal ein bisschen vorsichtig, weil ich hatte nur ein Perk und ja. Dann ist das halt mal so. Ich habe jetzt noch umgeguckt hier so ein bisschen, so ganz leicht, wegen dem nächsten Totem eventuell, aber das habe ich dann schnell aufgegeben. Ich dachte, ah, guck dir mal, dass du lieber da diese, erstens wollte ich einen Generator machen, hier oben ist ja einer, aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht holst du die vom Haken runter. Aber ich kam wohl erstmal zu spät, was das betraf und ja, sah da schon die Action da unten, wie die am Laufen ist. Und dann musste ich natürlich erstmal abwarten, was da unten passiert. Dass er die nicht kampflos da oben einfach so hat liegen lassen, ne? Hängen lassen, meine ich. Er wusste, dass einer da war, deswegen ist er bei ihr geblieben. Also hat dann halt, für mich ist das schon wieder campen dann, ne? Aufpassen, dass er, also anstatt dass es Chancen gibt. Somit hat der Killer, so kann man sich nicht getraut. Ohne, was bringt das Outfit, sag ich mal, wenn man sich nicht traut, richtig zu spielen. So, da habe ich, gedacht, da geht jetzt weg. Und ja, da bin ich mal ganz schnell dann darüber. Aber ich habe mich dann doch entschlossen, ganz schnell mich zu verstecken, weil das da passiert ist. Ich denke, okay, habe ich da mal Schweige gehabt, du. Sag schon mal den ersten Tropfen in der Ritze, Alter. So feucht wurde mir, du. Hei. Ja, da liegen die jetzt da drunter. So, er war dann jetzt auf der Suche nach der anderen Person, die die vom Haken geholt hat. So, ist dann erstmal darüber und dann habe ich mir gedacht, alles klar, dann nutzt die Gunst der Stunde und rettest sie jetzt. Und da kam er dann auch direkt schon wieder zurück. So, da wollte ich warten, ob er mich jetzt auch angreift oder nicht. Ja, da verstecke ich mich. Ich komme natürlich auch sofort wieder raus. Ich denke, das war jetzt nicht sicher, weil der könnte ja vielleicht nochmal zurückkommen und danach gucken. Ja, man sieht ja manche Killer so schlau. Aber man rennt ja immer hinter denen hinterher, die ja, gehittet werden. Jo, die sind ja schneller wieder down zu kriegen. So, dann habe ich erstmal einen Generator gemacht. Ja, und dann kam ich richtig dann irgendwie wann besucht. Dann war der Generator schneller zu Ende, als ich gucken konnte. Aber warum denn? Alleine macht das ja nicht so wenig, nicht so viel Spaß.
Jawollingen. So, da war der nächste Generator fertig. Dann waren es dann nur noch 3. Genau, du sagst es, Alter. So läuft das. Jo, da, guck, da siehst du, da kriege ich Besuch. Aber das war dann nicht die Fengling, sondern die Claudette. Claudine. Aber die ist irgendwo anders hingelaufen. Ich weiß nicht, vielleicht wusste die, dass irgendwo noch ein anderer angefangener Generator ist, wo der Killer war und sie da weg musste. So, fertig. Ich habe gedacht, ich gehe jetzt hier hoch, mache den nächsten Generator. Soweit, so gut. Es leben noch alle. Eine wird verfolgt. So, so kommt es vor. 2 Generatoren waren jetzt noch zu machen. Ausgang ist auch nicht mehr weit weg. Das ist schön. Ja, guck mal, da ist er schon wieder. Sehr interessant, das Ganze. So, dann habe ich gedacht, ich verstecke mich mal lieber. Ich gehe lieber runter. Ich wollte erst nicht runter, aber ich dachte, komm, gehst du runter. Falls er jetzt hinten hochkommt. Und ich muss irgendwie sagen, ich hatte gerade megamäßiges, irgendwie hatte ich Schwein. Ne? Also um die Ecke da, guck, zack. Ne? Hab ich gedacht, Alter, das war knapp jetzt. Ne? Wenn ich jetzt um die Ecke gegangen oder so was, dann eventuell hätte er mich dann auch noch gesehen und gejagt. So, jetzt habe ich mich natürlich umgeguckt. Ich hätte beinahe ein Karussell gemacht bei mir. Ey, ich habe nichts mehr hier rüber. Mir wurde schwindelig, du. Weil die vom Haken genau unter mir, wo ich aber nicht hingucken kann, irgendwie. So ganz komisch schon, ne? Normalerweise sieht man ja, wenn einer am Haken hängt. Ja. So. Dann hat er oben den Generator getreten währenddessen. So, dann habe ich dann doch mir mal. Ich rede halt so, als wenn es passiert ist, weil ich rede das ja nach. Deswegen entschuldige ich bitte, dass ich ganz so mitempfinde. Da habe ich erstmal geguckt, wo es hier runtergeht. Ja, das hat super funktioniert. Jawohl, komm runter vom Haken und dann raus hier. Ja, guck, sie wollte auf jeden Fall als erstes rennen. Falls er jetzt gekommen wäre, hätten wir sowieso beide da gelegen. Also sie jetzt hätte dann noch ein bisschen laufen können und ich hätte dann direkt gelegen mit der Kettensäge, wenn er das gemacht. Oh, schön, wieder 150 Punkte, da läuft, ey. Yeah. So, mal schnell geheilt, jawohl, sehr schön, alles klar. Und dann raus hier. Ja, da war er direkt hinter uns. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Das geht dann ziemlich schnell. Ich habe auch irgendwie nicht mehr nichts gehört. Aber finde ich gut. Ich stand davor. Ich dachte, ich hätte einen Hit abgekriegt. Ja? Aber komischerweise hat sie den betäubt. Also das war irgendwie sehr, als ob das ein Bug gewesen wäre. So, ne? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Und jetzt war es jetzt ein bisschen tricky zu gucken, wen heile ich jetzt, heile ich jetzt. Und guck mal, da lag schon der zweite, wo ich denke, ach du Scheiße. So, jetzt sehe ich, dass er weggeht, weil hinten näher Ausgang. Und der eine lag schon etwas länger, also habe ich mir den ausgesucht, um mal den vorzuheilen. Aber der lag wieder schneller am Boden, als ich gucken konnte. Jetzt mal eben schnell rüber den helfen. Da kam auch schon, dann bin ich wieder abgehauen. Jawohl. Damit ist da noch ein bisschen was zu retten. Oh, jetzt kommt der Opa auch noch hier rüber. Den hat aber jetzt, glaube ich, auch schon wieder runtergehauen. Oh, nee, da hat er jetzt genutzt. Und dann habe ich dann direkt hier die auch nochmal geheilt. Jetzt kam er natürlich direkt wieder angezimmelt. Eieiei, das war jetzt, das war echt ein Hin und Her. Dass er mich dann noch nicht gejagt hat, war interessant. So, da war er. Ich habe ihn gar nicht gesehen von der Seite. Also, er hätte mich jetzt einfach jagen können, aber er war, glaube ich, so fixiert da drauf. Die anderen zwei, oder hat da gesehen jemanden, wo er sich drauf fixiert hat. Komm, den hänge ich jetzt hin, den muss ich jetzt kriegen, ey. So, jetzt habe ich mich erstmal versteckt, weil ich nicht wusste, was er jetzt macht, weil der näher ist doch der Ausgang. Also, ich habe mich einfach getraut, erstmal näher ranzugehen, um zu sehen, was wo passiert und. Ja, und dann natürlich das andere Ausgang, ne? Das andere Ausgang, geil. Den anderen Ausgang wollte er natürlich haben. So, Bill, jetzt komm mal her. Wir zwei alten Säcke hier, ey. Jo, hat super funktioniert. Ah, geile Runde, ich sage euch, ey. Wir sind alle vier entkommen. Das ist das Geile überhaupt, ever. So, erstmal ein, Punkte kassieren und bedanken. Ne? Das ist immer mal, gehört bei mir so ein bisschen dazu. Das ist so eine Spielerei, aber ey, ohne ist nicht, ohne ist geil, ey. Auf jeden Fall. So, dann machen wir jetzt geheilt, ne? So, der andere jetzt gleich auch. So, bedankt. Zack, die waren zwei raus. Wir zwei raus, alle vier. Super geile Runde. Also besser konnte es doch gar nicht laufen. Yay! Und das mit einem Perk, ey. Wow! Ja, noch nicht viel gespielt jetzt. Hier habe ich erst seit 2-3 Tagen. Ne? Also, geile Sache. Aber da erstmal und recht herzliches Dank an den C3-Piro dafür, ne? So nenne ich ihn, bis ich dann irgendwann den Namen mal richtig raus habe.
Ja, meinst du, hätte mir noch dazu abgegeben? Camperloop, weil er am Anfang ein bisschen rumgecampt hat da. Und dann hat sich die Sache. Und ja, somit würde ich ja sagen, ich verabschiede mich jetzt einfach mal von euch. Und ich hoffe doch, dass euch das Nachgesprochene so doch ein bisschen gefallen hat. Und wenn nicht, ist es nicht schlimm. Ich hatte nur keinen Bock, jetzt die Runde irgendwie wegzuschmeißen oder zu vergeuden. Deswegen, ja, ich würde sagen, das war euer Virus. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Und ja, wenn ihr Bock habt, nächstes Mal mitzuspielen, dann tut das einfach und fragt mich oder schreibt unter das Video. Somit, also, ja, ciao mit V.